arbeite seit 5 Jahren für Engel & Völkers, habe 2015 meine Ausbildung begonnen, die dann 2017 erfolgreich abgeschlossen und mich dann selbstständig gemacht. Mein erster Notartermin war mit meiner Kollegin zusammen, damals mein erstes Objekt, und das hat circa 3 Monate gedauert, bis wir beim Notar waren. Ganz tolles Gefühl, natürlich, beim ersten Notartermin. Als Makler an dem Beruf gefällt mir sehr, dass ich flexibel bin, wie ich schon gesagt hatte, dass ich im Team viel arbeiten kann, mit den anderen zusammen, dass man sich darauf verlassen kann, dass es sehr viel Spaß macht, auch im Team zu arbeiten. Und natürlich auch der Kundenkontakt, dass nicht jeder Tag gleich ist. Wir haben jeden Tag verschiedenste Termine, auch außerhalb des Büros. Und da ist die Abwechslung natürlich sehr groß. Das gefällt mir sehr gut. Mein schönstes Erlebnis sind immer mehrere Erlebnisse. Das ist immer eigentlich die Schlüsselübergabe für verkaufte oder vermietete Objekte, wenn die Kunden dann die Schlüssel in die Hände bekommen und endlich ihr Zuhause betreten können als neue Eigentümer. Ich arbeite jetzt 6 Jahre bei Engel & Völkers und bin jetzt im 7. Jahr. Eine Marke, mit der ich bestimmte Werte und Traditionen verbinde, mit denen ich vielleicht auch groß geworden bin. Und das ist für mich einfach ein Match, ein purer Match, also die Marke und ich. Diesen Moment, wo man dann eben auch die beiden zusammenbringt, wenn die beiden beim Notar sitzen und das Gefühl haben, sie haben das Richtige gemacht auf beiden Seiten. Das ist ein ganz schönes Gefühl und das mag ich sehr gerne. Also ich könnte nie in einem Beruf sein, wo ich von morgens bis abends immer nur das Gleiche mache. Ja, und vielleicht ist das tatsächlich das, warum ich es liebe, weil es ist so abwechslungsreich und es ist jedes Mal was anderes. Jedes Haus bringt neue Erkenntnisse, neue Erfahrungen mit sich und das ist etwas, was ich mir in keinem anderen Beruf vorstellen kann. Das war einfach ein wahnsinnig schönes Erlebnis, mit dem Kunden auf diesem Balkon zu stehen. Er hat den Skyline-Blick und hat gesagt, das ist es. Und er hat wirklich nur ein Haus angeguckt und das war das. Da denke ich oft dran zurück. An diesen besonderen, es war ein magischer Augenblick für den Kunden, weil er genau das gesehen hat, was er wollte. Das ist perfekt. Wir sind ja unterwegs, um quasi den Kunden nützlich zu sein. Ja? Und für diesen Kundennutzen muss ich was tun. Und da muss ich auch, ich will mich auch unterscheiden von anderen Maklern. Und ich denke, diese permanente Bereitschaft auch wirklich für den Kunden da zu sein, das gibt dem Kunden ja auch das Gefühl, dass er wichtig ist, dass ich nicht Dinge einen halben Tag liegen lasse, sondern mich sofort drum kümmere. Das ist einfach, und das weiß ich, das ist ein großer Unterschied zu den ganzen Maklern, die sonst noch unterwegs sind. Ich meine jetzt nicht Engel & Völkers Makler, sondern die sogenannte Konkurrenz. Ich werde immer bei Engel & Völkers sein. Wir sind immer auf der Suche nach talentierten, serviceorientierten und vor allen Dingen hochmotivierten Immobilienberatern, die natürlich ihre Leidenschaft für Immobilien mit uns gemeinsam zu ihrem ganz persönlichen Erfolg machen. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.